Willkommen zum Farming Simulator 25. In der letzten Folge haben wir ja angefangen, unsere Felder, die wir besitzen, abzuernten. Und damit machen wir heute weiter. Und wenn wir dann alle abgeerntet haben, werden wir uns günstig ein paar Maschinen besorgen. Und Geräte, Dünger, Streuer, Flug. Und ein Traktor mit 200 bis 300 PS. Damit wir genügend Leistung haben zum Pflügen. Wirklich geschafft. Wenn wir dann mehr Flächen haben, werden wir auch dann regelmäßig einen Helfer einsetzen. GPS nutzen, weiß ich noch nicht, ob ich das möchte, weil ich habe das gelernt, alles ohne GPS gut hinzubekommen. Helfer werden wir auf jeden Fall dann öfters einsetzen. Ich bin ja mal gespannt, wenn dann so ein Twister oder Hagel kommt, wie groß die Schäden sind. Wir werden es auf jeden Fall anlassen, weil in real konnten wir ja auch nicht
das Wetter ausschalten, bloß weil es uns nicht gepasst hat. Einmal noch, dann haben wir den Raps schon geendet. Ja, da hat er begonnen, sehr gut. Dann laden wir mal ab. So, hier war ja der Johnny, ne? Den können wir davor hängen. Die Sämaschine werden wir verkaufen, die ist nicht so mein Fall. Schade. Wäre schön gewesen, wenn man sie von außen anhängen könnte. Ja, vielleicht kommt es ja noch. Du schaltest mir zu schnell die Gänge. Da alles rein, ja, ne? Sehr gut. Dann machen wir gleich den Weizendrusch. Moment. Stroherblöcke anschalten. Lass mal überlegen. So ist länger. Dann machen wir das Vorgewände an der Halle.
dass ich immer die Ecken so rausdresche, hat einen Grund. Weil in Real ist es manchmal so, dass zwischen dem eigenen Feld und dem Nachbarfeld nicht mal ein halber Meter ist, was dann Feldrand ist, zum nächsten Feld. Und du kannst ja nicht einfach vom Nachbarbauern die Ernte kaputt fahren, ne? Deswegen ist es immer besser, auf dem eigenen Feld zu bleiben. So gut, wie es halt geht, ne? Manchmal geht es nicht anders. Aber man sollte eigentlich nicht vermeiden, dann das Nachbargrundstück, die Ernte zu zerstören. Und nach dem zweiten Mal rundherum sind die Flächen dann eh wieder gerade. Müssen wir uns jetzt gleich eine Presse besorgen und Netze. Sehr guter Ertrag, werden wir wahrscheinlich zweimal leeren müssen. Also bis jetzt gefällt mir die Grafik richtig gut. Und die Maschinen haben auch, wie soll ich sagen,
die stechen hervor. Ich weiß nicht, wie ich es anderen sagen soll, aber Summer. Kommt besser zur Geltung. Sagen wir es mal so. Was die Farbe angeht. Und Detail finde ich richtig toll. Aber hier ziehen wir die Schwarz auch ein Stück vor. So, dann haben wir die Vorgewände fertig. Dann ist es jetzt nur noch hin und her. Was ist jetzt los? War da was im Feld? Sah gerade so aus, als wenn das Schneidwerk im Boden festhing. Fahren sogar die Schwarz nieder. Hoffentlich kriegen wir dann nicht Probleme beim Pressen. Weil wenn das dann der Fall ist, dann lassen wir die A-Wände dann immer häckseln und nur die Fläche in Schwarz legen. So, einmal noch zurück und dann werden wir entleeren. Bleibt er hängen. Ja. Schneidwerk zu tief. Ja. Natürlich nicht so toll. Ich kann, glaube ich, nur Haspel einstellen. Die Schneidwerkhöhe kann ich nicht einstellen. Und dann gibt man mal den Raps ins Lager.
Da ist hier ein Stein, ein Felsen. Nee, ne? Schneidwerk bleibt im Boden hängen. Okay. Halt. Da ist er hier versunken. Nee. Schneidwerke ist halt einfach nur zu tief. Müssen wir uns doch einen anderen Drescher besorgen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.